Freunde, es ist endlich wieder soweit. Wir spielen eine Runde Hyder vs. Hunter. Diesmal sind wir zu dritt. Braxis und Odoman sind am Start. Wer am schnellsten die anderen jeweils findet, kriegt den besten Loot im Fight. Und wir gehen rein. Lasst gerne Like und Abo da und schreibt ein schönes Kommentar. Let's go. Achso, und Freunde, gebt natürlich auch gerne meinen Creator-Code ein. Damit supportet ihr auch sehr, sehr krass. Dankeschön. Jakob hat diese Map gebaut. Wir sind im Gaming Room. Die Map habe ich mir gezeigt von Braxis. Der hat auch einen Hide-and-Seek davon aufgenommen. Hä, wie cool. Warum stehst du da? Warum wir nicht? Schade von dir. Weil das auch mein Gaming-Zimmer ist. Oh, ich bin Seekers. Ihr habt eine Minute Zeit. Freunde, ihr seht natürlich auch die Sichten der anderen Leute, wenn irgendwas Spannendes bei denen passiert. Wenn nicht, dann seht ihr sie gar nicht. Pech gehabt. Und wir habt jetzt noch 45 Sekunden Zeit, bis wir loslegen. Das, guck mal hier, das ist viel zu schwer für ihn, oder? Sag mal. Okay, bleib du da, bleib du da. Das Ding ist, ihr kennt die Map ja schon, die Ehrenlosen, ne? Nein, nein, es gibt wirklich noch so viele Verstecke, das ist, man muss unbedingt bis zum Schluss gucken, du glaubst nicht. Ich werde euch richtig auseinandernehmen, ich sag's euch. Wenn du mich findest, gebe ich deine Community 2000 V-Bucks, sag ich jetzt. Okay, Freunde, dann müsst ihr jetzt aber euren Epic-Namen unten reinschreiben und Braxis sucht sie dann jemand aus, weil ich hab damit nichts zu tun. Ich will auch ein Stack, Baby Girl. Ich schwöre, ich mach das. Wenn du mich als erster findest, ja, guck mal, auf einmal, er macht Odoman. Auf einmal, wenn du mich als erster findest und wenn du in den ersten zwei Minuten findest. Nein. Wenn du mich in den ersten eine Minute findest, dann gebe ich dir 1000. Junge, ich dachte, ich habe dich gefunden, weil da einfach so eine große Banane tanzt. Ich dachte, ich sehe deinen Kopf, aber war es nicht so. War nicht so. Junge, wie wild ist die Map? Okay. Sicherheit. Ja, okay, hab ich. Du hast mich getrollt, Odoman, aber das ist okay. Ey, ich hab Krise gekriegt in dieser Map. Okay, wir haben 10 Minuten Zeit. Okay, das ist ja eine richtig schwere Map. Also die muss ja dann todesgroß sein auf jeden Fall. Wisst ihr, was noch todesgroß ist, Jungs? Mein Bauch. Achso, ja, das meine ich. Hä, VR-Brille hier? Freunde, wenn ihr VR-Content feiert, checkt Odoman ab. Der Junge, Hi, ich bin's. Ein oder andere Wunde ist dabei aufgeplatzt beim Aufnehmen. Ist so. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay. Ich check jetzt mal einfach die Räume ganz entspannt ab. Weißt du, gar nicht mal so. Was ist hier? Hier ist irgend so ein Kreis. Kann ich da drin tanzen? Ja. Du hast einen fetten, richtig fetten Nachteil, du fettes Kind. Ja, warum genau? Weil A, wir kennen die Map und B, du bist der Erste, der sucht. Das ist wirklich ehrenlos, Digga. Aber das ist, man muss es so hinnehmen, weißt du, wie ich meine? Aber man darf nicht vergessen, wir kannten auch nicht alle Verstecke. Ja, nicht alle, aber ihr habt so ein bisschen schon Ding. Also ihr werdet auf jeden Fall einen Vorteil haben beim Suchen. Ich sag dir einen Tipp gegen Brax, weil sonst ist es unfair. Brax ist irgendwo, da kommst du nur hin. Bist du dumm? Mit einem unsichtbaren irgendwas. Laber nicht. Aber das findest du easy. Was machst du? Alles gut. Alles gut. Ich geb dir einen Tipp, Odoman Shield, Digga. Damit finde ich ihn direkt. Ich gebe den Tipp, Braxis ist fett in real life und klein. Ja, was sagst du? Klein und fett. Klein und fett ist er. Das ist schon hart, Digga. Wir sind fett, aber auch klein. Nö, ich bin groß. Er ist so groß wie ich. Er macht sich größer als Alexander der Große. Ey, diese Diskussion hatten wir schon tausendmal privat. Wer größer ist, wer Dings, komm Gamescom 1 gegen 1. Wir werden da checken. Ihr lasst das bitte echt. Wenn ihr das sehen wollt, kommt zu Gamescom. Schlusswort. Odoman ist einfach nur dick und sieht groß aus. Das war's. Ja, das hatten wir auch schon 30 Mal. 50-50. André, ich habe immer gesagt, Odoman hat ein breites Kreuz. Dann hat er gesagt, danke und so. Hat er sich gefreut. Ja? Guck mal, ich gebe dir einen Tipp, weil Braxis mir auf den Sack gegangen ist, okay? Okay, gib mir einen Tipp. Braxis ist in einem Versteck in dem Raum, wo der PC ist. Hä, bist du dumm? Warte mal, ich hab ein Cheater-Versteck schon. Ich hab ein Versteck. Cheaters. Wie hab ich das gemacht? Ich kann das nicht mehr jetzt. Ich kann das jetzt nicht. Jetzt. Betaxis, ich weiß, wo du bist. Betaxis. Bin ich in der Nähe, sei ehrlich. Ich glaube, also ich sag dir, ich sehe nichts, keine Ahnung. Also ich bin auf einem Sitzsack gelaufen und bin jetzt auf einmal irgendwo anders. Also bei mir bist du nicht. Bist du aus deinem Versteck rausgegangen, Brax? Nein, ich schwöre. Er läuft einfach. Ist ja Hyder Hunter, man muss stehen bleiben. Schade, dass er Format nicht macht. Spaß.
Nein, ich bin nicht weggelaufen, ich schwöre es. Aber dir. Weglaufen ist ja erlaubt, wenn ich euch finden sollte. Ich weiß. Hoffnung ist gerade bei mir ein bisschen runtergegangen, okay, ich sag euch ehrlich. Guck mal, ich sag dir noch einen Tipp für gegen Brex. Weil er nicht weiß, wo ich bin. Also, André. Ich sehe doch deinen Namen! In der Nähe von Brex. Also, so wie du zu Brex kommst, ist nicht in dem Raum, wo er ist. Was ist das für ein Tipp? Und ich sag nur Sitzsack. Ja, aber da war ich gerade. Ich bin auf den Sitzsack gelaufen und bin dann in so silbernen Lichtern gewesen. Na, geh mal wieder zum Sitzsack und guck mal, was da ist. Er ist weggelaufen wieder, glaub mir. Guck mal, ganz kurz, okay, für dich, André, auch für das Video. Ja. Leute, schreibt jetzt euren Epic Games Namen in die Kommentare, wenn ihr die V-Bucks gewinnen wollt, sollte er mich gleich finden. Und macht dahinter ein Herz, damit ich weiß, dass ihr Andres Video bis hierhin geschaut habt. Ich suche nur die aus, die ein Herz gemacht haben. Boah, Digga, er macht Da Vinci Code draus. Aber okay, verstehe ich. Ich bin Ehrenmann, dass Brexit jetzt schnell gefunden wird. André, geh zum Sitzsack und da ist doch noch irgendwas. Sitzsack, sei mal leise, Digga! Ich bin beim Sitzsack und ich bin jetzt auf so einer silbernen Lampe. Aber hier ist keiner. Lampe? Ja, die Lampe oben im Raum. Ey, Junge, spielt ihr zusammen oder was? Nein, ja, Digga, du willst V-Bucks verschenken, dann spielen wir zusammen. Geh mal genau auf den Sitzsack, André. Ja, bin ich. Dann werde ich wegteleportiert. Auf den Sitzsack? Auf den gelben. Nein, auf den grünen musst du. Ach so. Im Flur ist ein grüner Sitzsack. Ah, deswegen, wir haben auf Aufnahme wie Braxbite, wenn ich ihn als erstes finde, dass er wie. Und er denkt, wir spielen fair. Ich feier das. Geh mal auf. Bist du beim grünen Sitzsack? Ja, ich bin bei so einem grünlichen, aber da werde ich nicht wegteleportiert. Im Flur. Ja, was siehst du noch bei dem grünen Sitzsack? Was sind da Tisch noch für Sachen? Und ein Stuhl. Texas! Ich bin weg! Ciao! Bist du nicht? Bleibst du immer noch? Ich bin weg! Ich bin 1000% weg! Nein, ich bin weg! Oh Mann! Ich hab die, also, was heißt ich? Ohne Mann und ich haben für euch die V-Bucks geklärt, Freunde. Gönnt euch. Ich hoffe, ihr gewinnt alle was. Brex ist Schenker bei jedem, der kommentiert am besten. Okay, Digga. Du hast noch 4 Minuten Zeit, mich zu suchen, mein Lieber. Ich hab noch 4 Minuten Zeit. Und zu mir sage ich keine Tipps, muss mich selber finden. Aber Braxis weiß, wo du bist. Nein, weiß er nicht. Ich weiß es nicht. Du hast doch seinen Namen gesehen. In welche Richtung war das? Nein, hat er nicht. Schade. Aber Braxis kann mitsuchen. Also wenn ich ja Braxis wäre, würde ich ihn snitchen, weil das war schon echt ehrenlos von Odemann. Junge! Muss natürlich jeder selber wissen. Muss natürlich jeder selber wissen. So, weißt du? Ah, ich verstehe. Soll ich euch einen Tipp geben? Ich verstehe. Du bist oben, oder? Nein. Also, ich bin nicht auf dem Boden, ja. Das stimmt. Ich verstehe die Map langsam. Also jeder Kreis ist irgendwie ein Teleportieren woanders hin. Außer der eine am Anfang. Warte mal, da muss ich nochmal hingehen. Das war, glaube ich, der Raum hier. Ich bin nicht bei einem Ort, wo man sich teleportieren muss, André. Ja, okay. Er ist bestimmt im Billardtisch in den Kugeln drin. Oder bei Dings. Er hat gesagt, er ist nicht auf dem Boden, ne? Du bist nicht auf dem Boden, ne? Ich bin nicht auf dem Boden. Okay. Das ist schon mal ein guter Tipp. Abdeckung kommt nicht! Hier bei mir! Hier beim Billardspiel, ich wusste es! Da, knall ihn ab! Er darf sich nicht teleportieren! Nein! Pets hat ihn auch noch gekillt, auf ehrenlos. Warte mal, habt ihr auf die Zeit geachtet? Da steht's! 8 Minuten 7. Okay, das war echt schon sehr schlecht. Aber Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Okay! Betexas ist Sucher. Echt, oh yeah! Und du musst unter 8 Minuten 7 musst du uns beide finden. Das Problem ist nur, dass du keine Tipps kriegst. Ja, das so ist wie, es, ja, Digga. So wie ich gerade. Aber es war trotzdem fair, weil ich kenne die Map nicht. Das war ein bisschen ausgeglichen. Ein bisschen aber. Sehr, sehr ausgeglichen. Er ist da an diesem Tisch, du musst da hoch. Dann teleportierst du dich. Hä, bist du nicht? Da ist doch ein Tisch. Hä, das war übel fair. Ich weiß nicht, was du hast. Ausgeglichen, Digga. Ich weiß nicht, aus. Fair. Wenn ich ausgleich google, da kommen eure Bilder so rein. Oh, komm schon. Nein. Ah, nur noch 15 Sekunden. Aber wenn ich das Versteck hinbekomme, bin ich der Heftigste. Dann bin ich echt der Beste. Doch, hör auf zu lügen. Nein, hör auf zu lügen. So, bitte geh hin. So. Links jetzt ist verboten, ne? Schummeln? Let's go. Ventilator ist verboten. Oh, ich hab ein krankes Versteck, Digga. Nein, over, ich bin over. Over and out and over. Brace, es geht los. Jetzt. Nein, ich hab so ein Kackversteck.
Ja, wer hätte es gedacht? Hast du Dinge an? Nein, hab ich nicht, Ah, doch, hab ich. Soundfeeder ist Rearing. Mach kurz aus, so lange kannst du dich verstehen. Yeah. Ja, ey, ja, wusstet ihr eigentlich, dass MBK der Ehrenlose angelassen hat, obwohl ich gesagt habe, macht aus? Der hat immer an. Der hat immer an. Er weiß nicht mal, wie das ausgeht, glaube ich. Ich weiß gerade auch nicht, wie das ausgeht. Tja, ey, das geht alles von deiner Zeit ab. Pff, mir doch egal. Also, ich bin versteckt. Ey, wie machen wir das aus? Ja, egal, lass an. Wir bewegen uns ja eh nicht. Okay. Aber das ist halt Todescheaten so. Ja, ist schon Cheaten. Eigentlich hast du direkt Grauwaffen verdient. Eigentlich sag ich dir ehrlich. Ja, aber wir sind cool, weißt du? Deswegen lassen wir. Ja. Kriegst grün. Deswegen, du kriegst keine Tipps. Ja, dafür kriegst du keine Tipps. Machen wir so. Ja, bewegt euch da wenigstens. Nein. Hä, lass mal stecken, Digga. Ich bewege mich selbst nicht. Niemals bewege ich mich. Ah, nee, ich habe ausgemacht für Video. Alles gut, ich habe ausgemacht gehabt. Ja, okay. Hm, angeblich. Der liegt so hart, Digga. Du bist so ein... Oh, ja, ist schon, er ist schon so ein ekliger manchmal. Das war aber so eine richtige NPC-Reaction, Digga. So, ja, nein, ich hab doch aus. Wirklich. Wer hat sich hier versteckt? Niemand. 1:20 sind um. Schade, Brax. Ich dachte, du findest beide direkt. Ja, ja. Schade, Brax. Geh zum grünen Tisch, da teleportierst du dich. Der grüne Sitzsack. Oder man hat echt hardcore gesnitcht. Aber traurig, dass ich trotzdem 8 Minuten gebraucht habe, Digga. Ich will nur ganz kurz sagen, gerade sollte mal meine Facecam eingeblendet werden. Danke, John. Yeah? Was passiert da? Nix, alles gut. Er sieht, er sieht. Jetzt kann man dich wieder einblenden. Mich braucht man nicht einblenden. Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nichts. Aber Braxis können wir jetzt einblenden. Okay. Jetzt sehen wir Braxis. Was macht Braxis? Er läuft. Was macht Braxis? Ich probiere einfach, guck mal, vielleicht ist einer so ein Dulli von euch und hat sich bei mir versteckt. Ja, hab ich. Okay. Hä, das war übel klug. Das mach ich immer bei Odemann. Wenn wir Hide and Seek spielen, ich versteck mich, ich sag, ey, bitte lass mich nochmal neu verstecken, versteck mich im selben Verstecken. Dann finde ich dich wieder. Und dann findet er mich wieder, was dauert ein bisschen. Hier gibt's ja etliche Verstecke. Ja, also die Map ist echt Killer. Also die ist perfekt für Heidehunter. Da würde ich sogar sagen, Freunde, wenn das gut bei euch ankommt, lasst echt alle ein Like da. Machen wir auf dieser Map das nochmal. Boah. Vielleicht sogar zu viert oder so richtig auf ehrenlos. Gib ihm. Okay, sag mal einen Tipp, seht ihr mich gerade? Nee. Nee. Sagt mir, sobald ihr mich seht, ich sehe dich. Nö. Okay, mach ich. Ich höre dich. Du hörst mich also. Ich hab dich auch gerade gehört. Aber ich glaube, das ist nicht schwer auf dieser Map. Glaube ich auch nicht. Ich höre dich. Er hat Auto-Aim, Mann! Er hat Auto-Aim! Ich hab ihn exposed, Digga. Ich lade das hoch bei Dings. Auf 2-Kanal Braxton Cheater. Ich schwör, cheated. Er ist echt Cheater. Junge, mein Versteck war zu wild. Das Problem ist, ich hab nach oben geguckt, aber du hast deinen Kopf so bewegt. Das. Aua. Audiovisualisierung, der hat geregelt. Nein, hab ich nicht. Hä? War das nicht deswegen? Ich schwöre, ich hab dich nicht für Audiovisualisierung. Ja, okay. Du weißt es. So. Aber du musst doch Odemann finden. Du hast noch... Wir müssen Odemann finden. Ich hab dir auch geholfen. Hä? Null. Weiß nicht, was du meinst, Digga. Wirklich. Odemann, siehst du mich gerade? Ja. Er ist da drin. Guck mal, ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ich schon. Du siehst mich gerade. Ja. Schämst du dich nicht, wenn du mich gerade siehst und so gelassen chillst? Ja. Ich glaube, ich habe Odemann gleich. Boah, das ist ein krankes Versteck. Danke, Bro. Ey, ich bin stuck! Junge, was? Ich bin stuck! Oh yeah! Ich komm nicht raus! Drück Respawn! Nein, gebände das doch, oder nicht? Weiß nicht, also mir doch geil, ich krieg besser Loot dann. Ich bin stuckt! Ey, es gibt so heftige Verstecke, Digga. Und ich hab so ein Guffel-Versteck genommen, schade. Der ist in diesen Kisten hier. In meinem ganzen Leben. Ich liebe es zu chillen. Weißt du, wo er ist? Na, ich. Locker bestimmt da oben. Da ist dieser Hardcore-Hardcore. Nee, ich hab geguckt, da ist nichts. Das gebe ich dir als Tipp. Man muss überall hochklettern und so dafür. Das ist schon ehrenlos. Oder man ist eigentlich immer bei so Kissen und Decken und so versteckt. Ja, ich bin cool. Das ist seine Heimat, ja. Er ist der Gemütliche einfach. Oh, baby. Cozy. Aber okay, sag mal wenigstens, welcher Raum. Nö. Er ist in den Bildern versteckt. Ja. Er will dir einfach gar nichts sagen, guck mal.
wenn Aufnahme vorbei ist, sagt er wieder so Bruder und so, weißt du? Das ist halt ich sag auch jetzt schon Bruder und so. Aber Bro, ich bin jetzt auch gleich dran mit suchen, deswegen muss ich gucken, wo ich bleibe. Ja, du musst halt überlegen, wo sind die Waffen gefährlicher, weißt du? Bei mir oder bei Braxis? Deswegen, ja, stimmt, ne? Das ist schwer zu sagen. Nein, ich werde dir das zurückzahlen, ich sag dir, das wirst du bezahlen. Wie viel krieg ich? Das kriegst du per PayPal, wirst du noch sehen. Ja, du kriegst einfach Dings. Mach ich da 14 einfach. Tage Zurückgarantie. Ich werde es dir zurückzahlen, okay? Gib Geld, Bruder. Du wirst sie zurückzahlen. Aber okay. Geht auch Guthaben. Guck mal. Ja? Drei Minuten gebe ich dir. Boah, guck mal. Weil dann hast du ein paar Sekunden Zeit, mich zu finden. Junge, was ist das hier, Digga? Bist du drin im Billett? Ja, ja. Krass, oder? Da geh ich safe nicht rein. Ich gebe euch zwei Tipps, wo ich nicht sein kann, okay? Im Billardraum und in dem PC-Raum bin ich nicht. Oh, okay. Du bist im Flur irgendwo bestimmt. Im Flur, wie soll ein Billardraum und PC-Raum nicht? Wo, also da hinten. Ich verstehe. Also guck mal, das Ding ist, er sieht so auch aus wie eine Pflanze. Ja, er ist so grünlich, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber dann ist ja nur noch Schlafzimmer und Flur. Und diesen Musikraum hier. Und Musikraum. Aber da ist er nicht, sonst hätte ich ihn gesehen. Weil ich bin ja hier gewesen. Okay. Oh. Also das kann ich dir jetzt Tipp geben. Jetzt also Schlafzimmer oder Flur? Wenn du ein Mann bist, beweg dich mal kurz. Nein. Das ist ja nicht, Digga. Er hat komisch geatmet, das heißt, du hast ihn gesehen. Oder du bist in seiner Nähe. Er ist in diesen Bildern drin. Ja, ja. Wenn er nicht mehr redet, dann weiß man, dass er irgendwas macht. Bin da drin. Oder man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Das heißt, wenn er in Struggle kommt, dann sagt er nichts mehr. Da klage ich zwei Sachen gleichzeitig. Ich kann essen und mit der anderen Hand auch, hä? Und dabei Fernsehen gucken. Und dabei Fernsehen gucken, hä? Ey, diese Bilder, ne? Sind schon richtig... Bilder im Kopf. Meine Bilder ich gebrokt, im Kopf. Sag ich ehrlich. Okay, ich sag euch einen Tipp. In dem Raum, wo ihr jetzt seid, seid ihr richtig. Und ich habe André gerade gesehen. In dem Raum sind wir richtig. Er hat mich gerade gesehen. Ja. Ich war hier oben, Brax, wo er mich gesehen hat. Wo oben? Wo? Nee, ich hab dich davor schon gesehen. Ach so. Davor schon gesehen. Er hat mich! Ich hab ihn. Oh mein Gott! Ich klau ihn dir jetzt auch. Okay, hab nicht getroffen. Braxis! Du musst verkacken, oder mal versteck dich! Oh mein Gott, er ist wieder weg. Nein, ist er nicht, er ist hier, der Dussel! Der ist klüger als ich. Ich bin so heftig, Bro. Du hast so keine Chance, Digga. Oh mein Gott. Du bist so Trick schlecht. Ihn aus. Ich glaube, ich habe schon gewonnen. Ich bin mir nicht sicher. Nein! Weil jetzt bin ich gespannt mit der Zeit. Ich muss unter 8, 8, 7. Ne? 8-7 war bei mir. 9-7, let's go! Yeah! Digga, das war Brexit ja nicht mal knapp. Ist in dein Dings drin. Was? Teleportieren und so. Teleportieren und so. Wenn man mit euch spielt, man wird sauer. Ihr cheatet sogar bei, wenn man cheatet. Dingo ist sauer. Ich bin Sucher, Jungs. Geht verstecken und halt eure Schnauzen. Wollen wir sagen, dass wir 12-mal die Runde abwarten mussten, bis Odemann dran ist? Wir mussten sogar komplett neu starten, Freunde. So viel Liebe stecken in unsere Videos. Deswegen will ich noch mehr Likes sehen jetzt. Wer noch nicht geliked hat, ist jetzt ehrenlos. Smash the Like-Button. Guck mal, Backen. Smash the Like-Button. Guck mal, ob das bei euch leuchtet, Freunde. Smash the Like-Button. Das alles falsch gesagt, was geht. Smash the Backen, kacken. Ich geh jetzt kacken. Das Ding ist, Odemann weiß nicht, wo... Ich hab jetzt eine Idee. Odemann weiß was nicht? Hä? Mann, du weißt es nicht einfach. Okay. Du musst es akzeptieren. Ey, wer Jump'n'Runs macht, ist für mich kein Freund mehr und wir sind getrennt. Oh, endlich kann ich das beweisen, dass ich's kann. Nein, du bist bei mir. Ich mach auch keine Abstriche, ich komm direkt. Du bist bei mir. So, erstmal Cheatcode anmachen. Ich hab's geschafft. Okay, let's go! Oh du Mann, du wirst mich niemals finden! Ich liebe dich, Girl, und dann werde ich dich... Ja? ...küssen. Danke, Mann. Ja, Ding, Mann. So, ich sehe dich, Odemann. Du siehst mich? Ja. Ja. Grüner Sack. Grüner Sack. Ja? Ungefähr die Farbe, wenn ich dir in deine Iris trete. Du kleiner Hund! Okay, Ich hab das krasseste Versteck. Wo Braxis weiß welches. Seid ihr? Bei mir muss er den Todes.
Jump'n'Run sein. Bei mir auch. Machen. Du musst den Defern des Lebens machen. Du, eigentlich hast du Earnings verdient, wenn du hier hinkommst. Ja, Mann. Korrekt, Jungs. Danke, dass ich du seh so sogar. Hi. Nett seid. Siehst du ihn? Ja. Oder siehst du mich? Weil ich sehe ihn. Er ist so ein Dulli, ey. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Er ist ehrlich ein Dulli. Er ist so ein Dummkopf, ey. So ein Dummkopf, ey. So ein Dummkopf, ey. Aua. Oh, du Mann, ist sauer. Lade meine Meinung. Guck mal, rein theoretisch geht ihr so weit weg wie möglich, ne? Was denkst du? Vielleicht bin ich genau in deiner Nähe gewesen. Nee, du. Junge, du bist so am Pipelchen. Du wirst safe niemanden finden. Ich kann mich, okay. Oder man ist zu gefährlich mit goldenen Waffen, deswegen, wir müssen bei ihm ernst machen. Was laberst du? Braxis, lass dich nicht auf seine Spielchen ein, er ist eklig. Du hast mich verraten, Alter. Hä, wann hab ich dich verraten? Noch nie hab ich dich verraten. Gestern, vorgestern und heute. Hä? Guck mal, ich geb dir einen Tipp, jetzt sehe ich dich auf gar keinen Fall mehr. Du warst gerade schon richtig. Ja. Mehr sage ich nicht. Guck mal, ich geb dir einen Tipp. Einer ist hier gerade gelaufen. Ich nicht. Odeman, wo bin ich? Odeman! Odeman, wo sind wir? Er wird hier niemals hinkommen, ich schwöre. Wird er auch safe nicht. Hey, ich war doch gerade bei jemandem. Einer ist weggerannt wie so ein... Ich schwöre, ich bin nicht von dir weggerannt. Safe nicht. Doch, von mir ist nicht weggerannt. Na, vielleicht ist noch jemand da im Spiel. Rex ist gerade safe weggerannt. Ich schwöre, ich bin nicht gerannt. Ich schwöre auf alles. Ang! Ah, ja, aber du kommst hier nicht hoch. Oh, treff doch, wenn du willst. Treff doch, wenn du willst. Ja, komm. Treff doch. Treff doch. Komm, komm. Treff doch. Treff doch. Komm, komm. Aua, aua, aua. Gringo ist komm, komm, nochmal. Nö, du kommst hier nicht hoch. Ey! Komm. André, bitte beweg dich nicht. Du warst das, der sich bewegt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Odoman versucht verzweifelt, André zu jagen. Er versucht da hochzukommen, aber er ist so doof. Er ist nicht so doof, er ist einfach zu fett. Das war Spaß, Odoman. Chill doch mal jetzt. Nein, so ich bin runtergefallen. So ich wollte auf die Drohne springen, so ich Idiot, Digga. So schlecht, Digga. Okay, André. Ah, okay, ich habe mal ein bisschen Zeit rausgeholt. Wenn du Braxis mir verrätst. Nein. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Da kriegst du eine goldene Waffe von mir. Ich hab gesagt, ich bin oben. Ich sehe jetzt, ich sehe jetzt dich auch. Jetzt sehe ich euch beide. Ja, er ist hier irgendwo, das weiß ich. Hey! Jungs, seid ihr doof, André? Nein, nein, da oben war ich. Da drin? Bei dem hier? Ja, ja. Ja, warum seid ihr so 31er? Sicher, dass er hier ist? Schwör? Ich weiß, er hat uns doch gerade gesehen, meinte er. Er sieht uns beide. Ich sag, jetzt sage ich nichts mehr. Nein. Das ist keine Lüge. Weil er hat gesagt, ich sehe gerade André, aber jetzt sehe ich euch beide. Also das war eine ehrliche Reaktion. Ich sag nichts mehr. Ich finde das unglaublich. Ja, unglaublich lecker? Ja, weil du musst verlieren. Spaß, ein Decker? Warum musst du nein, verlieren? Oder man muss gewinnen, nein, weil bei ihm ist wenigstens gefährlich. Warte mal, ich hab eine Idee. Bist du irgendwo oben, Brax? Ich sag nichts mehr. Oh mein Gott. Digga, es gibt kranke Verstecke, die du niemals in deinem Leben rausgefunden hättest. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, Digga. Wo bin ich? Ich bin einfach in einem anderen Raum. Hast du ihn gefunden? Nein. Okay, warte. Ja, jetzt nicht, André. Er ist safe in diesem Saxophon drin oder so. Hab ich schon reingeschossen, da Saxophon, war er nicht. Saxophon, nur das Saxophon zählt. Ja, das kann echt sein. Nur der Saxophon zählt. Hä, wo ist der, Digga? Oh mein Gott, hier ist auch krankes Versteck. Wo ist er, Digga? Er ist ja richtig. Siehst du mich gerade, Brax? Siehst du André? Ich sehe André, ja. Ich sehe André, ich schwöre. Was mache ich gerade? Warte. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ich schwöre, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Was mache ich gerade? Ich sehe dich jetzt nicht mehr. Hä? Gerade hast du ihn noch gesehen? Gar oder? Keinen ja, Sinn. Ich schwöre, ich habe ihn gerade noch gesehen. Ich schwöre, aber mein Winkel ist so, ich kann nicht zu viel sehen. In welchem Raum bist du, sag ehrlich? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr, jetzt springt er irgendwie wieder weg von mir. In welchem Raum bist du, sag dann ehrlich? Dann ist er nicht im Musikraum. Oder er hat hier jetzt so springst du wieder hier rein.
Doch. Er hat so einen ekligen Winkel hier. Ich kann mich nicht bewegen, das heißt, ich habe wirklich, ich sehe nur so einen kleinen Teil, weil da, ich bin eine Banane, ihr seht mich sofort. Ja, das stimmt. Bis jetzt, was ich sage, ist absolut die Wahrheit. Ob ich euch gesehen habe, ob ich euch nicht gesehen habe, das ist die ganze Zeit die Wahrheit. Ich schwöre. Ich habe eine Idee. Danga langa, danga da, Bollywood, komm zu mir, ich trinke heute ein Vier. Hä? Was ist denn? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin stuck. Okay, er muss hier. Jetzt springt Odoman weg, jetzt springt er wieder zurück. Hä? Er ist zurückgesprungen. Was hat der für ein Versteck? Bro, er verwirrt uns. Digga. Nein, ich sage das, was ich sehe. Ich schwöre, jetzt sehe ich dich nicht mehr, weil du weg bist. Jetzt sehe ich ein bisschen von dir. Jetzt sehe ich dich nicht mehr, gar nicht mehr. Komplett weg. Er ist in dem Raum hier irgendwo. Er muss hier irgendwo sein. Er ist aber wo? André ist zu mir gekommen gerade. Hä? Jetzt ist Odoman. Also ich habe Odoman gesehen, ich schwöre. Siehst du jetzt mich immer noch? Jetzt nicht, nein. Hä? Wegen Winkel sehe ich. Ich schwöre, wegen Winkel sehe ich nicht. Jetzt aber. Mm-mm. Jetzt? Mm-mm. Jetzt? Nein. Jetzt? Nein! Ich sag dir, wenn ich dich sehe. Warte, ich habe eine Idee. Nee. Dachte mal, kann hier rein. Albania. Ich schwöre, die ganze Zeit war die Wahrheit, was ich gesehen habe. Die ganze Zeit. Guck mal, jetzt zum Beispiel sehe ich euch nicht. Die ganze jetzt Zeit habe ich die Wahrheit gesagt. Das ist 100%, wenn ich lüge, die Leute sollen in die Kommentare schreiben. Okay, das ist schwierig. Also er ist irgendwo hier im Raum, aber er ist so versteckt, dass man halt nicht sieht. Ich hab nicht gesagt, dass ich in dem Raum bin. Ja, aber das denke ich mir. Ja, wenn du dir das denkst, dann bist du Einstein oder nicht Einstein, wer weiß. Sie können dir noch ein bisschen rumlaufen. Siehst du mich nein, hier? Nein, das ist die Wahrheit, nein. Ich sehe dich nicht. Ich habe nicht mal Angst vor dir. Okay. Bro, okay. Er ist irgendwo da hinten. Avatar ist gerade weggelaufen. Und dann weggelaufen? Jetzt kommt die wieder zurück. Jetzt siehst du mich hier? Jetzt sehe ich Avatar. Jetzt sehe ich euch nicht mehr. Jetzt okay, ist Avatar. Jetzt hast du Avatar gesehen. Jetzt habe ich gerade Avatar weggelaufen. Jetzt müsstest du mich sehen. Jetzt müsstest du weglaufen. Mich sehen. Also, jetzt siehst du mich. Nein, dich sehe ich nicht. Avatar hier. Avatar siehst du gerade. Jetzt sehe ich Avatar. Jetzt sehe ich euch beide. Der Winkel ist zu stark, Digga. Und das Ding ist, du hast doch eigentlich schon gewonnen. Also eigentlich kannst du jetzt einen Tipp geben, oder? Okay, ich gebe euch einen Tipp. Ich bin nicht in dem Raum, wo ihr die ganze Zeit sucht. Und nicht im Flur. Nicht im Flur. Nein, also im Gamingzimmer. Ja, ich weiß nicht, was das Gamingzimmer ist. Ja, mit Billardtisch und so. Er ist hier im Fernseher und man weiß nicht, wie man da hochkommt. 100%. Ja, er ist beim Fernseher und weiß nicht, wo er ist. Aber ich finde es so bodenlos, dass ich Tipps bekomme, nachdem die Zeit um ist. Ja, Brex hat gewonnen, keine Ahnung. Wo war er? Er war einfach hinter so einem Blumenkasten im Gaming-Raum. Das war das schlechteste Versteck, was ich je gesehen habe. Aber Ding trotzdem, Odoman ist letzter. Ja. Braxis ist zweiter, ich bin erster. Wir gehen in den Fight, let's go. Okay, Odoman, zeig mir dein Loot, man. Ich bin am Arsch, Bro. Ich sag dir jetzt schon. Ja, ich bin mal gespannt. Boah, das ist eine starke Kombination. Die Waffe ist heftig, darfst du nicht unterschätzen. Okay, Brax, zeig. Ja, hier und zack. MK7 auch eklig, Digga. Ich hab wilde Kombinationen. Okay, die P90, Digga. Okay. Yeah. Verteilt mit Dächern, ohne Dächern, wie viel Leben, wie viel Gilds? Ich würde sagen. Ich muss erstmal weggehen, weil Odoman genau neben ist. Ich bin schon weg. Wir machen mit Dach und wir machen 5 Kills. Okay. Warum seid ihr jetzt so ruhig, hä? Schwitzen, Digga. Ich hab Angst vor meiner Sniper. Oh shit. Daneben! Nee. Auf deine Kackwaffe lass mich nicht ein. Das war ehrenlos! Ich hab irgendwann so gelasert, Digga! Und zwei Kills! Kill. Nein! Doch! Du bist auf aber Brexis ihr macht es nicht! Ja, Digga! Kommt, ja, du sniperst mich auf Third-Party-Basis und willst, dass wir nicht gegen dich gehen? Ja, okay, Digga, das ist ja echt
Ja, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Hast du meinen Kill geklaut? Was passiert? Nein! Noch ein Kill geklaut. Zwei Kills, ehrenlos. Nein. Braxis hat den Kill bekommen. Was? Ja, er hat drei Kills. Was sagst du, Mord, Digga? Was war das? Ja, okay, Digga, hä? Bro, die Waffen sind so dumm. Die Waffen oder mein Aim? Deine Waffen sind dumm einfach, Bro. Mein Aim ist dumm geworden. Abo, von wo? Abo. Da. Oh mein Gott, nein! Oh, der andere hat gewonnen. Drei Kills gesnackt. Nein, es steht 3-3-1. Es steht 3-3-1. Es steht 3-3-0, oh Digga, ihr Opfer. Wen hab ich gekillt? Nein, es steht 3-4-3-1. 0. 0 oder 0? Okay. Ihr müsst verstehen, ohne Malatonga, Freunde. Ich fühl das. Nein! Jetzt steht's 1. Wo ist der Dicke? Wenn du klug bist, gibst du mir den Kill. Nee. Dann steht's 4-4. Nee. Okay, dann gib Brax und lass ihn gewinnen. Nee. Hä? Ja? Machst du Hide and Seek? Nee. Oh! Du kleiner Pisser, Bro. Hä, du standst einfach nur dumm rum. 4-4, ne? Ja, 4-4. Wo bist du? Yo! Gönn ihm den Sieg nicht. Ich weiß nicht, wo er schießt. Wow! Oh mein Gott, Odo habe ich gekillt. Sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt darf Brax nicht Dings killen. Das war taktisch das Klügste, was ich machen kann. War das das? Nein! Du bist so dumm, André, du hast mich angeschossen noch eben in der Luft, Digga. Ich hab Brax angeschossen. Ja, mich auch, oder nicht? Das steht 3-3-5-5. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ja, okay, lasst gerne ein Like und Abo da, wir sehen uns morgen. Bis dann, bis vorne und mal ich kill, ciao.